I come from a village of Night Eaters. We're a long-lived people, much longer lived than ordinary humans by far. However, our reproductive abilities are spotty. We're rarely blessed with children, and our numbers are dwindling. Neighboring villages have forgotten we even exist. Most of us have simply accepted that as our fate and gone on with our lives. But not Soga. He tried to rally the people of the village into actively pursuing some means of keeping the Night Eater legacy alive. Unfortunately for him, no one was interested. I think they'd all given up by that point. The last Night Eater to be born was Rin, and that was over 150 years ago. Well, the jury's still out on the exact time frame there. Then, about 2 years ago, Soga disappeared. Rather suddenly at that. It's as if he decided his ruined kin were no longer worth his time, so he turned his back on us and left. Hold up. Are you seriously telling me Rin is over 150 years old? What does that make you, then? My official age is 15, thank you very much. You can certainly look... your fake youth never fooled me. I was born about 20 years before Rin, I believe. That makes you... 17. Though, when you live as long as we do, you stop keeping track after a while. Yeah, my mind's kinda blown right now. I thought you were both young girl characters, but I guess you're actually older woman characters. Don't define people by their appearances. Back on topic. Do you know what this Soga person's doing in Akiba? Or why he's gotten involved with the Synthesters? We've been Synthester hunters since the very beginning. But we've had no Synthesters to hunt for at least the past 100 years. Because of that, most of us essentially stopped thinking about them and forgot what they were capable of. So, when the cursed things came crawling out here, I started wondering, could our missing brother have something to do with it? That's when I wrote that nasty letter to keep Shizuku away, then skipped town to find out. Causing me minor trauma in the process. Regrettably, it seems Rin's intuition was right on the mark. Soga is the one pulling the strings here, without question. So if we do something about him, that'll take care of the Synthesters too? That seems likely, yes. Big Brother's not the only one who's gotten himself caught up in this mess, though. Daishihon Pharmaceuticals definitely has their nose in this, too. Not sure how deep they go, but still. There are other questions as well, such as, why is this only occurring in Akiba? And why have no other locations been targeted? That is a very good question. Maybe it is happening in other places. It could be. Yes, right. Well, if it is, nobody's talking about it on Pitter. I've only been seeing clips about monsters in Akiba. Well, how about that? A real secret society trying to pull some evil plan on Japan. Not Japan, just Akiba. The question remains, why has Soga come here? And why is this town the only place he's targeted? If we can answer these questions, we might be able to get to the heart of the matter. Well, either way, we've still got a long road ahead of us. Maybe now we know who the bad guy is, but that don't exactly solve the problem. Know what I mean? Remember, the streets of Akiba are still crawling with those damn Synthesters. We need to plan our next move carefully. You sure we can talk this through? We need to raid the enemy base dead. If possible, I would prefer to resolve this matter diplomatically, yes. He is our brother, after all. The chief of our people. So, guess we better get back to patrolling, since there ain't too many other options. Good luck to everybody! Safe returns! Okay, sis, you're with me. Sure, let's go. You bet! Right. Yes! You could see it in her eyes.
She just wanted to go out and play with her big sis. She wasn't gonna take no for an answer. I don't think they will patrol very successfully. Naja, lass sie. But it looked like Shizuku was happy about it. Well, the two of them have been apart for a while now. I suspect that was Shizuku's natural personality coming out for some fresh air. Oh, I know! How about you go on patrol with your little sister, too? That's not how this works. Then how about you go on patrol with your big brother, little sister? Now you're just babbling. Well then, how about you come on patrol with your old pal Kaito? I've been thinking about this for a while. I'll be the brains of the operation, and you can be the brawn. We'd make a perfect team, don't you think? I'm not seeing the brains there. You're both meatheads. Yeah, what she said. It'd be piling stupid on stupid. It could only end in tragedy. What? Well, I never. I am shocked. You hear me? Shocked! Balance-wise, I think RoboCop and Toko would make the best team. All right. I guess I can tag along with you for a bit. Say, you don't have to, you know. Okay, but it is your treat. What the hell? No smartass comeback? What gives? I hope you don't think I'm gonna treat you to food or anything just because you're being nice. Dude, just get your stuff in order. We're going. We'll take Main Street, I guess. Come on, let's get moving. Oh, Tatsache, alle sind weg. Habe ich nebenbei? Ich habe sogar Side Missions. Okay. Silent Mode 3. Nee, oder. Challenge to the Black. To the Dark Black Knight. A step toward maidhood? Maidenhood? Machen wir das. Your client is an office worker. She'll be waiting for you near Sushi Bar Electric Town Plaza. She set out to buy a maid outfit, but couldn't find a store that actually sells them. Okay. Nehme ich an. Machen wir das und dann die anderen beiden. Oh, ich habe Mails. Und Peter. Lisa Lee Fatal Wound. Von Nana. Hey, why aren't you responding to my emails? That should be the most important thing. Anyway, I have a favor to ask you, so consider this a sisterly request for you to please drop that one. Alright, I'm coming. Oh, you're in your normal outfit again. You work, you lose. But if you pretend you're busy, there's no winner or loser, which means it'll end in a draw, right? Just get back to work, slacker. Pretend to work, not working. And besides, what scale are you using to determine win or lose here? What is winning? I mean, if you're not working, that seems like a loss to me. Hurry up and answer already. Well, that was easy. And you're like 12. Are you even going to school? Lower class rep duties aren't work. Finally says you're working. By tomorrow you mean never. I'm with Anso on this one. Hey Seven-chan, hallo kleine Schwester. So we also got a shut-in here. I'm really gonna go work tomorrow, you guys. Alright, nichts Wichtiges. Been waiting for you. Nice of you to show, bro. Your ultra cute sister has something to tell Mission. You. Mission. Werde Ero, Eddie. Oh, der Bodyguard deiner süßen kleinen Schwester. Ich habe eine Bitte an dich. Ich möchte etwas einkaufen gehen in Yodobashika Akiba. Und ich möchte, dass du mich als Bodyguard begleitest. Es gibt etwas sehr Böses da draußen, was mich die ganze Zeit ins Ziel nimmt. Don't even joke about targeting you? What is it? Ich kann nicht in Details gehen, aber wenn etwas passiert, möchte ich, dass du mich beschützt.
You know, you can talk to me about anything. I don't charge for ever saying something weird going on with you. Es gibt nichts, worüber wir reden müssen. Okay. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Yodobashi Akiba. Okay, du folgst mir sogar wirklich. Nice. Okay, dann, habe ich jetzt beide dabei oder wurde jetzt Toko automatisch weggemacht? Ich habe jetzt beide dabei. Yay! Meine kleine Schwester und meine Kindheitsfreundin und ich zusammen auf ein Abenteuer. Moment mal. Ja, die Brustphysik. Welcome. Thank you very much. So, wir sind in Yodobashi Akiba. Aha, okay. Oh. Du wartest hier, okay? Es dauert nur ein paar Sekunden. Oh. Du warst doch in Mogura letztes Mal. I'm Nana's brother. Hello. Hello. Oh. Das ist ja perfektes Timing. Wir möchten mit dir über Nana reden. Wir sind Nanas Freunde und... Huh? Sayoko? Sayuki, Yumi? Oh, Nana, wir haben dich ja seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Warum weißt du uns aus, Nana? Wir haben versucht, dich anzurufen und dir zu mailen, aber du hast nicht geantwortet. Was ist los? Wir machen uns Sorgen um dich. Du bist quasi ein Schatten geworden. Ein Stubenhocker, also. What? Ich habe euch, Jerks, nichts zu sagen, was? Huh? Hey, was meinst du? Ja. Ihr hasst mich jetzt, nicht wahr? Ihr findet es creepy, dass jemand, ihr findet jemanden creepy, der die ganze Zeit Animes guckt und Mangas liest. Das habe ich nie gesagt. Ja, hast du. Ich könnte dich niemals hassen, Nana. Hey. Und überhaupt, bist du nicht diejenige, die uns ausweicht? Naja. Ich glaube nicht, dass Kommunikation Nanas und Sayukis größte Stärke ist. Das ist nicht... ihr sagtet, ich würde nichts anderes tun, als Mangas lesen und Animes gucken. Ihr glaubt doch, ich bin so etwas wie ein Freak. Wisst ihr, als ihr das gesagt habt? That's not it. Nein, das habe ich nicht so gemeint. Alles, was ich sagte, ist, dass du mehr lernen solltest, anstatt dich die ganze Zeit mit Mangas und Animes zu beschäftigen. Warst du nicht diejenige, die angefangen hat, uns zu ignorieren, Nana? Überall wegen eines Missverständnisses. Seems there was some miscommunication. Es war die Art und Weise, wie du es gesagt hast. Es war gruselig. Also hatte ich gedacht, ihr hasst mich. Oh. Sorry. Tut mir wirklich, wirklich leid. Vielleicht war ich etwas zu hart, aber... Sayuki ist nur besorgt um dich, weißt du? Sie kann vielleicht ein wenig hart sein manchmal, aber das ist nur, weil sie sich Sorgen um dich macht. Ich meine, mich creepy zu nennen, nur weil ich etwas anderes mag. Ich habe das nie wirklich so gemeint. Ich lese auch manchmal Manga und gucke Animes, weißt du? Aber ich weiß halt, dass das nicht die wichtigsten Dinge im Leben sind. Yes. Es wird dein tägliches Leben nicht unterbrechen, wenn du hin und wieder mal dich hinsetzt, um zu lernen. Dann kannst du auch die ganze Zeit lesen und schauen, worauf du Lust hast. I'm sorry. Tut mir leid. Vielleicht lag ich falsch, als ich dachte, ihr würdet euch über mich lustig machen.
Aber ich habe meinen Stolz, wisst ihr? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also werde ich einfach nichts tun und meine Distanz bewahren. Nein, das ist nicht so. Das stimmt nicht. Wir haben es beide einfach weiter gemacht. I'm sorry. Tut mir leid, dass wir es nicht gesagt haben, als wir die Möglichkeit dazu hatten. Bitte auf eine Stubenhockerin zu sein. Lass uns wieder zusammen abhängen wie früher. Wir sind Freunde, nicht wahr? Ja. Komm schon, lass uns die Hände schütteln. Wir sind jetzt wieder Freunde, oder? This is so beautiful, so beautiful. Friends are irreplaceable. Brother. Bro, thanks. Dank dir habe ich etwas zurückbekommen, was ich dachte verloren zu haben. Du hast einen tollen großen Bruder, Nana. Ich bin schon fast neidisch, dass du einen so tollen Bruder hast. Wie soll ich sagen? Hier, das ist für dich. Das ist die heutige Bezahlung. Okay, dann ist es beschlossen. Lass uns zusammen abhängen gehen. Irgendwo. Let's go. Wir haben viel nachzuholen. Okay, bis später, Bro. $20,000 for your troubles. 20.000 Yen. Und unsere Sis ist wieder mit ihren Freundinnen zusammen. Ist das nicht schön? Ich kann den Yuri bis hierhin riechen. Okay. Trader. So, hier irgendwo eine Sushi-Bar. War die Sushi-Bar nicht auf der Seite? Nach einer Businesswoman muss ich suchen. War die Sushi-Bar nicht hier auf der Seite? Was, für mich ist das auf? Ist das Dunkin' Donuts? Nee. Nee, AKV. AKW, so. So eine Businesswoman vor der Sushi Bar. Wonderful. Sushi Bar. Great! Pledge! Male Nurse, hallo, Internist. Mein Lieblingsshop, zu dem ich irgendwann nochmal hingehen. Office Lady, aber nicht vor der Sushi Bar. Wo ist die Sushi Bar? Wo zur Hölle ist die Sushi Bar? Also jetzt mal ohne Witz. Wo ist hier eine Sushi Bar? Das ist keine Sushi Bar. Und ich bin ja auch schon lang gelaufen. Oh. Well, I cannot read. Aber sagt hier irgendetwas aus, dass das hier eine Sushi-Bar ist? Huh. Okay, thank you so much. I've really into maid uniforms these days. I'm not exactly easy to get your hands on one. Could you get one for me? I'm looking for a light blue maid blouse, a light blue maid skirt and a maid headdress. Thanks again for taking this request. Light blue maid blues und eine... Sorry. So. Obtain the following items for the client. Light blue maid blues. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt so lange Maids suchen, bis wir jemanden haben, der der Beschreibung entspricht. Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht? Gucken wir doch mal. Maids liefen doch ganz viele rum, da unten und hier oben in den Junk- und Side-Streets. Versuchen wir es mal. Vielleicht finden wir ja eine sogar mit einem hellblauen Dress. Und dann werden wir sie strippen. Da ist eine! Da ist eine! Bist du vielleicht sogar ein Synthester? Bist du vielleicht sogar ein Synthester? You're not. Alright. Kann ich mit dir reden? Kann ich mit dir reden? Okay. Ich kann mit dir leider nicht reden. Entschuldigung. I'm against violence. Sorry. Hey, du da.
Hey, du da. I'm against violence. Ah, ich kann sie nicht herausfordern. Aber das sind genau die Sachen, die wir brauchen. Moment, wie konnte ich nochmal, genau so. So. Können nochmal ein paar Mates spawnen. Bitte nochmal ein paar Mates spawnen, das wäre echt super. Ich will sie mal eben scannen. Oh, hi. Ja, neue Handouts. Wunderbar. Ein Restaurant, hä? Mit Knochen, okay. Okay. Aha. Halt, bleib mal eben stehen. Perfekt. Ah, jetzt ist wieder Musik da, hä? Okay, pass auf. Lass mich das doch machen. Wow, cool. Das habe ich verdient. Das habe ich verdient. So, was wurde denn gerade fallen gelassen? Ich habe das nicht gelesen. Was wurde fallen gelassen? Wurde vielleicht ein Oberteil fallen gelassen? Light Blue Mate Blues. Okay. Das Light Blue Mate Skirt. Damit habe ich doch alles, oder? Damit habe ich doch direkt schon alles. Hi, Supersonico. Du solltest vielleicht mehr tragen. Did it. Wow, you really did get everything I wanted. Thanks. Take this as by way of thanks. No problem. $10,000 yen, you're not good. Alright. Side mission. Silent mode. Main Street, Southeast und oh Gott. My sworn enemy, let's settle this right now. Right now to see which is worthy to become the world's supreme ruler. I'm waiting here at the promised location. Don't keep me waiting much longer. Client ist Wyvern Master. Ach so, wir sind der andere. Warte mal. Haben wir von dem vielleicht mal eine E-Mail bekommen? Wyvern Master. Doesn't seem to be the case. Vielleicht wird er mir ja trotzdem angezeigt. Ja, UD Plus. Alright. Oh, ich habe was mit Rahmen gelesen. Oh mein Gott, look at this. Oh. Oh Gott. Oh my goodness. Oh, da bekommt man ja gar keinen Hunger. So wirklich überhaupt gar nicht. Alright. Ah, also. Great! You came. You're braver than I expected. And now this place shall be your grave.
Yeah. I expect no less from you, whom I consider my one true enemy in this world. See power within me, Dragon Force is pulsating. I defeat you and take control of this world with my own two hands. Oh, Mana, which I used to eliminate my path towards the promised land. Hear my voice and become my strength. Away with you, get out of my sight. Perish in the flames of darkness and never bother me again. I will never submit to darkness. Let's go! Ready to go! Warte, Toko. Toko, warte. One, two. Let's go. Das war ein echt schlechtes Timing, möchte ich mal anmerken. Der Start. Too slow. Lauf, Toko! Lauf, Toko! Lauf, Toko! Lauf! Let's go! Lauf, Toko! Let's go! Lauf, Toko! Alright. So, Main Street Southeast. Wer war nochmal der Client? Ah, ich ahne, zu wem wir hin müssen. Hoffentlich wird jetzt nichts getriggert, aber wir müssten. Genau. Ich ahne, wer der nächste Klient ist. Alright! Akiba Fumiko. Cool. Was ist das? Sowas ähnliches wie ein Maid-Café, nur ein anderes Team hier mit Schoolgirls? I guess. Did it. All wonderful. Woohoo! All right. Did it. Did it. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, ich glaube, das reicht für heute. Auch wenn ich den Überblick ein wenig verloren habe über die genaue Zeit, aber ich glaube, das ist genug für heute. Beim nächsten Mal machen wir dann hier die Quest und gehen dann weiter mit unserer Patrouille. Ja, dann mal gucken, was Soga noch so alles machen wird und ob der eine Herausforderung für uns darstellen wird. Alright, bis zum nächsten Part dann. Bis denn. Baba. Genau das habe ich gerade gesagt. Wir arbeiten nächstes Mal weiter, Toko. Bis dahin, bleib wie du bist. Wundervoll.